Hallöchen, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Crusader. Heute in der Mission gegen zwei Kalifen. Den Skorpion, den neuen Stecher, den Schakal, den Hinterhältigen. Und ja, die haben beide 4000 Gold, wir 2000 Gold. Und das ist eine relativ frühe Mission. Da kann ich gar nicht verstehen, dass sie so einen Geldvorteil haben. Ist relativ einfach erklärt. Wenn wir jetzt mal in die Mission reingehen, zeige ich euch das mal. Zunächst stellen wir uns aber erstmal unseren Kornspeicher hin, weil der muss immer da sein. Ohne Kornspeicher gibt es hier nämlich nichts zu phrasen. So, dann erstmal Vorratslager. Pause. Ich pausiere mal und zeige euch das. Wir gucken uns jetzt nämlich erstmal die Karte an. Dazu zoome ich mal ein bisschen raus. Das ist unser Oasenplatz hier, das ist schön. Hier ist ein Fluss in der Mitte, ne? Das ist schön Fluss, hier schön. Und da ist ein Furt. Über die Furten kann man rüber, sonst kommt man über die Flüsse nicht. Und das ist auch die einzige Furt. Das heißt, man kommt nur da rüber. Und ja, die Kalifen sind beide auf der anderen Seite. Sprich, die Seite hier gehört komplett uns und wir müssen uns hier nicht mal eine Burg bauen. Wenn wir richtig schäbig sind, bauen wir hier einfach eine Wand hin. Und hier eine Wand hin. Und das würde vollkommen reichen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das mache. Wir gucken einfach mal, wie wir spielen. Fangen jetzt erstmal an. Fortsetzen. So, jetzt erstmal einen Marktplatz. Ich baue meine Burg heute auch mal ein bisschen anders. Ich baue mich mal ein bisschen geschlungener heute. So, Dille. Und dann wollen wir mal ein bisschen Holz ran schaffen und gucken mal, was wir da so machen können. Das Schöne ist, dass das Farmland jetzt so nah an uns dran ist. Das heißt, wir können sehr, sehr schnell Getreide und sowas ran schaffen. Mal dahin, dann brauche ich nochmal Hopfen. Hopfen. Dahin, Käse. Käse, Mayonnaise. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, Käse, um das Gebäude zu verwalten. Soßen. So. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, Kumpel, ich hab's verstanden. Ich hab's definitiv verstanden, was du mir hier mitteilen willst. Und ich weiß auch, was ich dagegen tun kann, nämlich hier so ein paar Hütten hinstellen. Außer Uschi steht da natürlich wieder. Ja, das ist jetzt die Uschi-Zone da hinten. Da sind jetzt nur noch die Uschis drin. So, Dille, jetzt fehlen uns natürlich noch Bäckereien. Und dann haben wir eigentlich erstmal alles, was wir so brauchen, um eine Nahrungsproduktion zu haben. Der Bäckereien sind so der Grundstein einer jeden Nahrungskette hier im Mittelalter. Ja, die hocken da arbeitslos rum, die kleinen Mühlis. Mühli. So, hier so. Sieht doch ganz schön aus. So, und jetzt mache ich gleich mal, was ich machen wollte. Nämlich hier. Da können wir auch eine Steinmine hinstellen, hier so. In die Burg rein. Da haben wir echt die Steine direkt am Mann. So, Dille. Mal ein paar Ochsen. So, Dille. Und hier bin ich jetzt einfach mal ein richtig Dreister. Machen wir mal so was hier. Wir haben noch Lanzenträger gehabt. Ich mache jetzt hier einfach mal noch ein bisschen mehr graben. Ein bisschen mehr graben. Graben. Ihr könnt auf uns zählen, in den Graben. Mach das da erstmal. Hier will ich noch ein kleines Haus hin haben. Zugbrücke dran. Suddele. Und vom Tor aus natürlich frei. Aber sonst machen wir das so. Und ansonsten brauchen wir eigentlich nur hier unsere Mauer. Um halt frontal so ein bisschen abzusichern, dass die hier nicht rüberschießen. Und halt, ja. Wenn es hochkommt, hier so ein bisschen. Darf ich nochmal? Mal hier so ein bisschen. So. Und das dürfte eigentlich reichen. Eure Befehle? Geh mal dahin. Rücken aus. So, und dann können wir unsere Wirtschaft langsam aufbauen. Ich hätte gerne einen Söldnerposten. Dankeschön. Ich hätte gerne eine Waffenkammer. Jupp. Ich hätte gerne Holzfällerhütten noch ein paar. Ja, das wäre nicht verkehrt. So Holzfäller sollten wir eigentlich immer haben. Und Eisen gibt es hier aber anscheinend nicht in der Nähe. Ne? Nur da oben. Ganz oben habe ich welches gesehen, nämlich hier. Machen wir auch. Müssen wir mal gucken, ob wir da später noch ein bisschen besser was ranbekommen. Ich mache noch mal eine. So. Dann Holzfäller. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir für die Produktion brauchen. Steine kommen dann auch. Dann mache ich erstmal ein paar Bogenschützen. Wir benötigen Gold. Na Leute, alle frisch. So, mal alle mit da hoch. Von der Macht her sind wir natürlich auf Platz 3, weil die Kalifen natürlich mehr Startgold haben und sich da schön aufbauen können. Aber mit meiner Taktik hier, denke ich mal, dass wir da schon ordentlich was ausgleichen können. Moment. Hier, das muss nochmal weg, weil hier sind ja Leinen, sollen noch so ein bisschen Mauer hin. Hier mache ich dann dicht. Ja, das ist der Plan. Essen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, los, die backen schon, die machen schon. Das wird alles. Wenn die erstmal hier mahlen und so, dann ist das alles super. Getreide kommt ja ran. Steine haben wir. So, dann ziehe ich jetzt erstmal hier hoch. Sodele. Hier schön hoch und rum. Da will ich meine Burg dann bauen. Ja, komm. Bin ich halt nicht beliebt. Und wen kümmert's? Mich nicht. So, hier in der Burg brauchen wir natürlich auch keinen Graben. Nur davor. Sodele. Und das reicht uns eigentlich schon.
Das reicht uns so eigentlich schon. Ich könnte jetzt hier noch so provisorisch dicht machen. Das brauche ich nicht, aber ich mache es einfach mal. Und ansonsten ziehen wir halt hier noch so die Mauer. Da machen wir dann noch Türme hin, um irgendwas zu haben, was schießen kann. Und ansonsten ist das eigentlich vollkommen ausreichend. Wir benötigen Gold. Essen? Der Kornspeicher ist leer, Sire. Gibt's nicht. Essen gibt's nicht. Ich kaufe mal so ein bisschen was. Käse. Mayonnaise, Käse. Soßen. So, ich stelle hier nochmal Mühle. Bäckerei. Einmal noch so ein bisschen was, ne, was machen kann. So, Mauern. Mauern habe ich super gern. Mit Mauern baue ich mir einen Wall. Ein Wall aus Mauern. Hätte es nicht erwartet, liebes Spiel, ne? So. Sieht doch alles ganz schnieke aus. Der Hopfen kann erstmal weg, weil Essen ist erstmal wichtiger und wir haben noch keine Brauereien oder so ein Stuff. Ah, das mit der Bäckereien, das klappt ja eigentlich auch alles, wenn das Mehl mal rankommen würde. Ja, unsere Mehlleute, die können da... Der Markt steht doof, ne? Den mache ich da mal weg und stell den hier mal neu. So. Da steht er besser. Dann können die auch mit dem Mehl hier durch. Ja, dann passt es. So ist es besser. So ist es definitiv besser. So, die Mauer hier nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. Hoppala, hier nochmal. So, von den Mauern her ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Und dann mache ich hier mal Welle. Und dann können wir da auch später mal was machen. Sudele, Essen kommt. Jupp, Mehl haben wir jetzt ein bisschen. 11 Stück. 11 Mehl haben wir. Saya, wie viel Mehl haben wir? Wir haben 11 Mehl zur Verfügung. Ja, was ist denn 11 Mehl? Ja, ihr könnt das da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, was das heißt. Aber es sind 11 Mehl. Aber ich kann das auch nicht da platzieren, mein Lord. Das ist doof. Passt hier noch irgendwo eine hin? Nein, passt nicht. Du kannst mich mal. Ah, mein Handy vibriert ja auch schon die ganze Zeit. Ich will gar nicht wissen, was da schon wieder irgendwer von mir wollen sollen würde tun. Unsere Lebensmittelvorräte. Ich weiß bloß, jetzt gibt Steuern, ihr Säcke. Steuern. So, jetzt mache ich mal Brauereien um den Markt rum. Holzi, du musst mal außen rum gehen. Da sollen Brauereien hin. Ja, da können sie natürlich alle noch durch. Ich baue jetzt hier mal einen Wachturm. Ich baue hier mal den Wachturm. So. Nach nur Tag der Amrik. Hoch da. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Dulle. Jetzt haben wir keine Steine mehr, da soll nämlich noch ein Wachturm hin. Aber was soll's? Das ist erstmal in Ordnung. Irgendwas wollte ich gerade. Stehe ich voll auf dem Schlauch, weil mein Handy hier die ganze Zeit vibriert. Keine Ahnung. Schenke können wir machen. Dann können wir hier nämlich noch Steuern verlangen und sowas. Also Steine kommen ran. Steine kommen ran. Ich bin gespannt, wann der erste Kalif meint, mich angreifen zu müssen. Scheint ja noch nicht so in zu sein, ne? Mich jetzt hier zu belästigen. Scheint definitiv noch nicht so in zu sein. Aber das kommt noch. Das kommt definitiv noch. Ich kenne doch meine Kalifenfreunde, die betuchten Schakale der Wüste. Die lassen sich doch nicht nehmen, mich ein bisschen zu nerven. Sudele, ja. Wir haben jetzt praktisch unser Mauerzeug hier. Mehr brauchen wir nicht. Das reicht voll hin so. Wir können jetzt hier nochmal ein bisschen zinnen, aber sonst. Ja, die Steine kommen. Die Steine gehen. Das ist wie mit der Umsatzsteuer. Moment, was? Ja, aber die Steine kommen und die Steine gehen. Steine kommen. Die Steine gehen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Könnte so ein ganz dramatisches Lied sein. Die Steine kommen. Die Steine gehen. Keiner weiß. Die Steine flehen. Oh, keiner weiß es. Die Steine sind mächtig. Mächtig, steinig. Ich weiß es nicht. Fließt in die Schatzkammer. Aber ich hab Schwertkämpfer. Woo! Yeah, Steine. Oh, weh du mir Steine. Keiner weiß, was zu tun ist. Steine, sie sind so wunderbar. Die Steine. Das Volk liebt euch, my Lord. Das Volk liebt die Steine. Ich weiß nicht, was mit mir falsch ist. Vermutlich sind's die Steine. Smokum. Wir benötigen Gold. So. Ihr Freunde, geht mal da hoch, auch wenn es da eigentlich nicht viel zu tun gibt. Ihr solltet einfach mal ein bisschen Stellung halten und rüberschießen hier. Ne, okay, naja. Sudele, eine Baumeistergilde könnte ich jetzt langsam mal gebrauchen. Stell ich mal hier. Ne, da passt keine mehr hin. Mal hier so, ne?
Ich baue das alles so dicht an nicht, als wenn ich hier noch eine Burg drumherum bauen will. Aber unsere Mauer hier vorne, das ist ja schon praktisch, die Burg. Das reicht ja voll aus. Wir haben jetzt übrigens genug Steine für einen größeren Turm. Schauen wir mal. Oh, die feuern da rüber. Ist nicht schlecht. Geht das vielleicht besser, wenn ihr da steht? Sagt mal. Gefällt euch besser, ne? Ja, klar. So. Euer Gnade. 1, 2. Wie können wir helfen? Freunde da hoch. Ihr seid der drittgrößte. Ja, natürlich. Die hatten ja auch alle mehr Startgold. Die schummeln. Die Kalifen schummeln. Deswegen sind die größere Herrscher als ich. Nicht, weil ich schlechter bin. Weil die schummeln. Warum greift ihr mich eigentlich noch nicht ab? Jetzt will er. Doch, jetzt kommt langsam was. Ich mach mal eine Gerberei. Dann kann man langsam mal Armbrustschützen produzieren. Das ist gegen Kalifen nicht verkehrt. Wir müssen was in der Defensive zu hauen. So, hier der Burggraben. Wohin gehen wir? Graben. Wie tief ist es? Graben. Ja, in den Schlamm. Grabensoldat. Wir werden überfallen. Grabensoldat, Kumpels. Kumpels und Kumpelinen, ihr sollt graben. Was wird denn das da unten? Mal alle abschießen da. Ja, wir haben den Höhenvorteil. Das zahlt sich natürlich aus. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Lebensmittelvorräte wachsen, geht gut. Nicht genügend Güter. So, den Turm da oben muss ich natürlich erstmal schön voll kriegen. Da ist ja nicht viel drauf bis jetzt. Aber wenn ich den Turm hier ordentlich voll kriege und da halt drüber feuere und den Kalifen hier immer wieder so ein bisschen ausdünne. Guck mal, die schießen nämlich fast auf seinen Turm hoch da oben. Steigt. Dann ist das alles schön. Ich baue nochmal zwei Baumeister. Momentan ist es halt wichtig, irgendwie an Geld zu kommen. Und ich denke, das geht gut, wenn wir jetzt die Eisenproduktion da oben mal. Wir haben jetzt 3 Minen, wir machen mal 5 draus. Und wir machen aus den 5 dann auch gleich nochmal schnell noch ein paar mehr. Wenn wir ordentlich Eisen rankriegen und dann damit Sachen herstellen und verkaufen können, dann sind wir, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, eine so, Nachricht vom Kalifen. Jetzt können wir. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Ja, nur weil du mit einem Geldvorteil anfängst, brauchst du mir hier jetzt gar nicht. Ey, das ist wie die Leute, die von den Eltern Eisen in den Arsch geschoben kriegen und dann damit angeben wollen. Da steht es 1 zu weit hinten. Ach, komm, sei es drum, steht er im 1 zu weit hinten. Der tut seinen Zweck trotzdem. Hoch da. Lagerungsgeräte bemannt. Guck mal hier, die schießen sogar auf die Türme hoch und das klappt. Ey, hier, das ist jetzt Großangriff Kalif. Ah, Großangriff Kalifentour. Wir können uns jetzt mal einen fixen plus 1 Bonus relativ holen. Eine Nachricht vom Kalifen. Mein Sieg ist nahe. In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zur Neige geht. Oh, sehr siegessicher, der Gute. Sehr siegessicher. Ich glaube, das möchte ich ihm auch nicht austreiben. Sonst weint er am Ende noch. Das möchte ich ja nicht. Geht der mal weg da? Wäre sehr freundlich. Hallo. Weg da, danke. Brauche nicht mehr Weckereien. Guck mal, da kommen sie. Oh, ganz böse Gegner. Oha, die Fackelträger. Die sind echt gefährlich. Gucken, wie es hier aussieht. Oh, ich habe den Orangen habe ich überholt mit meinen 28 Truppen, weil er ganz viel Billigtruppen anscheinend hat. Bin mir nicht so sicher, warum ich den jetzt überholt habe schon. Weiß nur, dass es funktioniert hat. Wir bräuchten mal Baracken. Nennt sich das Baracken? Das Volk huldigt euch, fließt in die Schatzkammer. Das nennt sich nicht Baracken, aber wir brauchen hier Kasernenunterkünfte heißen die. Genau, die brauchen wir. Jetzt kommen auch gerade Steine, dann können wir die auch gleich mal bauen. Wir benötigen Steine. Daimer? Hallo, ja, David, ne? So. Kasernen, da ist alles im Lot. Kasernen, Kalifen sind bald schon tot. Wow, schlimmes Lied. Guten Morgen, eure Leute. Ein schlimmes Lied, was ich hier singe. Bap, verhängnisvoll für die Kalifen. So, machen wir mal hier so. So. In diesem Gebäude gibt es keine Mauer, befindet sich auf dem Weg. Hör ich da etwa ein Torhaus zu gehen? Wollt ihr mir etwa den Krieg erklären? Hast du da... Mal so als Frage, wie weit nach vorne kann ich hier eigentlich meine Türme stellen? Das ist ziemlich nah dran am Kalifen, oder? Wenn ich hier einen Turm hinstelle. Und dann den mit meiner Mauer hier verbinde. Und dann, also ich zeige das hier schon mal, dann da eine Mange drauf stelle. An die Mange dann 2 Baumeister schicke. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Das ist ja meine Frage, kann ich dann da rüber schießen? Das Volk huldigt euch. Verlieren. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen sollten. Kann ich dann da rüberschießen? Das ist nämlich das, was mich interessiert. Noch einmal Armbrüste produzieren, bitte. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. Jetzt kommen gerade nochmal Steine. Ja, das ist mit der Produktion hier gerade halt der Anfang. Jetzt sind wir auch wieder unter dem einen Kalifen. Aber das kriegen wir alles ausgebügelt. Und während wir das versuchen, möchte ich dir mal richtig auf die Eier gehen, den Herrn.
macht euch das da drüben bestimmt besser, oder? Was soll konstruiert werden? Wir werden überfallen. So, mal Ball an, die Karte drehen. Wir benötigen mal hoch da, Freunde. Oh, da kriegt der Kalif ordentlich einen weg. Aber ich auch. Ich aber auch. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Vielleicht sollte ich da ein bisschen vorsichtiger sein mit meinem Mange. Mange bereit, Sire. Ziel im Visier. Ja, der Turm vorne war keine gute Idee. Das ist viel zu dekadent. Meine Truppen sterben da ja alle, wenn ich sie da stehen habe. Auf seine Türme hochschießen können wir nicht sonderlich gut und der feuerte alles weg. Geht das drauf. Rückzug, Rückzug. Das war eine Scheißidee war das. Das war echt eine Scheißidee. Ein bisschen wegradieren. So, eine Feuerballiste. Warum hat denn der dann Feuerballiste hingestellt? Was wir aber machen können, ist hier auch nochmal so einen Turm hinstellen. Noch. Euer Gnaden. Komm mal her. So. Lagerungsgeräte bemannt. Armbrüste müssten langsamer, ne? Die könnte ich gut gebrauchen. Naja, was soll's. Ich baue hier nochmal noch einen Turm. Euer Gnaden. Jojo, jojo. Gebt uns eine Lagerungsgeräte bemannt. Ein bisschen verteidigungsmäßig hier, ne? Euer Gnaden. Ich bin heute mal ein bisschen in der defensiven Stimmung. Bin heute nämlich noch nicht ganz so wach und möchte da auch ein bisschen vorsichtiger spielen. Wir können das Zeug hier weg. Zeug hier weg. Ihr habt nicht genügend Güter. Zeug hier weg. Ja, noch keine Kathedrale. Job. Das Volk huldigt. Schön plus zwei Bonus hier. Noch eine dritte Schenke. Dann kriegen wir noch mal ein bisschen Bierbonus. Wie ich ihn nennen möchte. Achtung. Und Marsch. So die Lille. Ihr habt nicht genügend Güter. Unsere Lebensmittelvorräte, unsere Schatzkammer leert sich. Aha, aha, aha. Schatzkammer leert sich. Davon merke ich ebenfalls nicht viel. Wie können wir helfen? Suche. Feuerballiste. Konstruieren Belagerungsgeräte. Feuerballiste. Womit kann ich diese Angelegenheit? Ja, Herr Kalif, alles frisch bei Ihnen? Boah, ich meine jetzt mal was ich noch nicht gemacht habe im Let's Play, aber ihr meint immer Spieltempo auf 90, das ist das Maximum, dadurch passiert alles ein bisschen schneller, bei uns als auch bei den Gegnern. Ich denke, unsere Wirtschaft ist weit genug ausgebaut, um da halt ein bisschen gegenzuhalten gegen das, was die da machen. Und ich denke, dadurch geht halt alles ein bisschen schneller. Da können wir auch mal ein bisschen mehr machen. Wir benötigen Gold. Ich bin mir nicht sicher, aber ich wage einfach mal zu behaupten, dass unsere Burg ganz gut funktioniert hier. Na? Feuerballisten werden ganz schön abgeschossen. Die werden ganz schön weggefriemelt da unten. Naja, komm, wir machen jetzt noch ein paar Armbrustschützen da oben hin und dann geht es. So, sag ich mal. Ihr habt nicht genügend Güter. Achtung! Gib mir die mal. Und los! Alle mal da hoch. Vorwärts! Na, Herr Kalif. Der will aber auch echt Stress, der Junge. Der will echt wissen, wo Willi die wunderbar, was? Der Willi ist wunderbar, ja, Willi ist echt wunderbar, der Gesell. So, machen wir mal eiserne Rüstung hier noch. Und, ja, Schwertkämpfer zu produzieren ist nicht verkehrt gegen den Kalifen, weil er nur Bogenschützen hat und keine Armbrustschützen. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Tja, tja. Holen wir uns eben das Gold. Guck mal, so einfach ist es. Da haben wir das Gold. Ja, man merkt schon, das geht alles viel, viel schneller auf dem hohen Spieltempo. Es werden Rekruten, das Volk huldigt. Steuern kann ich auch nochmal aufdrücken. So schön. Gehen wir alle da hoch. Ja. Und dann ist der Kalif da unten schon so ein bisschen bedient. Würde ich behaupten wollen. Euer Gnaden. Euer Gnaden. Dies bin ich. Ich bin euer Gnaden. Juhu. M&M. Euer Gnaden. Hi. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Mach mal Feuerballiste da. Na, kriegt er die da oben nicht? Nee, kriegt er nicht. Kriegt er nicht. Probier jetzt mal was anderes. Ich brauche nochmal einen Baumeister. Kann ich mal? Kann ich mal? Stell mal einen Tribot dahin. Hier so. Konstruieren Belagerungsgeräte. Balliste, bereit, my lord. Komm, zünd mal an. Zünd mal die Kalifenhäuschen an. Der hat da drei Holz für bezahlt. Das lohnt sich. Der freut sich da. Der freut sich dann nicht, aber
Wir freuen uns da. Wir sind bereit. Achtung! So denn der? Sire. Ja. Doch. Im Laufschritt. Kann ja nicht schaden. Waffen geschultert nach. Mach das Ding da mal kaputt. Nicht, dass er das noch irgendwann mal bemannt. Oh. Oh. Der sollte dann vielleicht auch mal angreifen. Er soll doch den Turm da weghauen. Ihr seid der größte Herrscher. Ich bin der größte Herrscher, seit wann das denn? Ah, der Freebox ist kaputt. Ich schalte jetzt mal wieder auf Normalzeit zurück. So, 40. Ich denke, wir haben die Wirtschaft jetzt genug angekurbelt, als dass wir hier mal ein bisschen was regeln können. Wenn man so schnell spielt, dann ist das auch meistens so, dass man nicht ganz mitkommt, was da gerade passiert. Und halt dumme taktische Fehler begeht. Das möchte ich nicht. Ich möchte die Kalifen ja jetzt fair und quer so ein bisschen in ihre Schranken weisen. Sodele. Sodele, sodele. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir die da kaputt kriegen. Gnade. Dafür brauchen wir natürlich eine Angriffstruppe. Ich setz doch einfach mal auf Schwertkämpfer. Hab gehört, die mag der Kalif nicht so gern. Hm. Soll vorkommen. Machen wir nochmal. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Und auch nochmal ein bisschen mehr Gerberine. Obwohl, die Gerberine haben wir genug. Wir brauchen aber mehr Eisen noch. Ich da noch. Warte mal. Oder? Mal ein bisschen anders. Dann kriege ich da nämlich definitiv wir benötigen Holz. Noch mehr drauf. Holz, ja. So, Eisen. Alles in Lot auf dem Schlot oder so. Alles in Buddy auf dem Kuddi. Ich brauche mal unser Werkzeug euch jetzt. Ist bereit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Der orangene Kalif hat ein paar Probleme, habe ich gehört. Der hat nämlich nur noch 79 Truppen und einen angefrisselten Turm. Also der kriegt auf die Türme nichts mehr so sonderlich drauf, weil er nichts mehr schicken kann. Und das ist ganz gut, weil wir dann von der Seite so ein bisschen angreifen können demnächst. Ja, ich sammle hier nochmal ein paar Schwertkämpfer. Achtung zur Stelle. Du mal hier mit auf den Turm. Vorwärts. Wir sind hier ja mit der Seite eigentlich ganz gut verteidigt. Sieht halt ein bisschen komisch aus, was wir uns hier zusammengebaut haben, aber funktioniert trotzdem umso besser. So, hier auch nochmal so ein Zinn drumherum, dass es nicht mehr ganz so schäbig aussieht. Seht ihr da? Macht da mal kaputt. Macht da einfach mal kaputt. Nee, das ist der Gelbe, der da oben auf seinem Berg sitzt. Das ist der Schakal, der ganz hinterhältige Gemeine, der sich denkt, ich auf meinem Berg kannst du mir noch nichts. So, das kannst du vergessen, das ist mein Berg. Es werden Waffen bereit. Der ist der King of the Hill. Ah, zu dem kommen wir später noch. Erstmal müssen wir gucken, was wir bei denen hier ein bisschen was eingerammt kriegen, ne? Du! Versager. Genau! Der labert mir aber auch nach dem Maul. Der sagt Versager, nachdem ich ihn Versager genannt habe. Das ist nicht sonderlich wortgewandt, mein Freund. Na, der Turm ist dann aber auch demnächst Geschichte. Wann kommen die Steine? Jetzt! Hui! Daneben. Weit daneben ist ebenfalls vorbei. Weit daneben ist weit vorbei. Hm? Vielleicht sollte ich sie das Torhaus angreifen lassen, nicht den blöden Turm da. Flugbahn ist das Torhaus da. So. Euer Gnaden. Nehmen wir nochmal ein paar. Ja, es werden Rekruten benötigt. Ihr da. Gebt uns eine Aufgabe. Oh, zwei Schüler dazu. Konstruieren Belagerungsgeräte. Und noch eine Feuerballiste, komm. Konstruieren Man gönnt sich, ja, sonst nicht. Wir sind bereit. Ja, Herr. Ja, Herr. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Maulei. Die Ration mal runter. Die Unsere Steuern auch mal runter. Bop. Na, wie sieht's aus mit dem Torhaus? Gleich kaputt. Alles gut. Balliste bereit, Milo. Balliste unmögliches Riesen bereit. Sudele. Alle mal da drauf. Ist berechnet. Das blöde Torhaus fällt jetzt. Komm weg mit dem Mist. Wo kommen die Steine? Da. Zack. Da kommt noch einer. Aha. Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Ah ja, apropos büßen. Kennst du schon meine Kuh Bessie? Ist eine Süße. Wie ein ist eine Süße, Herr Kalif. Ist eine Süße. Flugbahn ist berechnet. Wupp, wupp. Oh, seine Fackelmänner. Alle kippen so um. Eine Nachricht vom Kalifen. Ah,
ihr strapaziert meine Geduld! Ich werde euch zermalmen! So, denn, wo wir das geklärt hätten? Ja, es werden Waffen benötigt, Sire. Wie wär's denn mal ein wenig brutaler Muskelkraft? Ich hab gehört, manchmal hilft nur Muskelkraft. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, Herr. Ja? Wir sind bereit. Achtung! Amrokaya Maulai. Ihr, da. Und Marsch! Ihr. Bereit, Sire. Da. Wir geben uns einfach mal ein bisschen reinfeuern. Das ist wahre Macht. Ach, wir sind bereit. Ich hab ihn von eine euch. Nachricht vom Kalif. 19, das reicht noch nicht. Ihr strapaziert meine Geduld! Ich werde euch zermalmen! 19 reicht leider noch nicht. Ja, Herr? Wie viel habe ich jetzt? Ja, Herr? Manchmal. Was? Was? Ja, Herr? 25? Oh, da brennt's ein bisschen bei ihm. Streikkolben hoch! Okay, da mal rein. Kriegen wir soweit was reingeworfen? Nee. Das ist doch etwas drin, vielleicht kriegt seine Feuerwehrmänner da noch so ein bisschen angefackelt. Und wenn die nämlich so mit der Kuh so ein bisschen zu tun haben, während die versuchen zu löschen, nämlich so, und dann sterben, dann brennt es einfach freundlich. Weil, ja, der Kalif da drüben, der hat... Oh, ich versuche jetzt einfach mit dem Streitkolbenkämpfer hier. Manchmal hilft nur Muskelkraft. 25 können ja reichen, denke ich. Wenn die das gut anstellen, wenn die jetzt nicht sein Pechfeld jetzt zündet, die haben da ja immer sowas. Ach komm, jetzt dein Ernst. Auf ins Getümmel. Wo ist denn da noch ein Loch in der Mauer? Irgendwo können wir noch rein. Wir haben keine Mach mal den Turm da kaputt, der ist auch schon fast. Der ist auch schon. Was wünscht ihr Hühnerfutter? Ja. Rein da, rein da, rein da, rein da. Ja, das wird nicht, die sind alle abgefackelt. Meine armen Leute! Jetzt ist der Kalif schon voll stolz, dass er mich niedergebrannt hat. Du Arsch! Flugbahn ist berechnet! Ah, wir brauchen noch mehr Leute. Das war eine zu kleine Streitmacht. Hätte ich mitrechnen können. Hätte ich definitiv mitrechnen können. Ich schicke jetzt einfach gleich mal ein paar Meuchelmörder rein. Die sollen das mal regeln. Es werden Rekruten benötigt sein. Leute, eigentlich jetzt, wenn er da der Gelbe ihm Unterstützung Eine schickt. Wenn der Gelbe ihm Unterstützung schickt, dann ist das alles blöd. Ich mach jetzt mal wieder die Geschwindigkeit hoch. Dann hat er da nämlich wieder seinen Spaß, der Freund. Dann sammle ich mir in der Zeit noch ein paar Meuchelmörder. Die sollen das dann machen. Ja. Es wird eine Nachricht vom Kalifen. Mein Sieg ist nahe. In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zur Neige geht. So, dann warten wir mal, bis wir seine Welle da abgewehrt haben von den Leuten, die er uns schicken will. Diese Feuerballisten, ey. Ist ja süß. Feuerballisten nennt er das. Feuerballisten, ey. Komm. Oh, hat er eine Feuerballiste gehabt, hat er. Ist ja ein Süßer, der Kalif, ne? So. Du betuchter Kumpel. Jetzt kriegst du mal Besuch von ein paar betuchten Kumpels. Betuchter Kumpel kriegt betuchte Kumpels als Besucher. Und ich denke, wenn der Orange weg ist, wird der Gelbe da oben auf seinem Berg auch nicht mehr so sonderlich siegessicher sein, wie vorher. Los, Leute! Amasi, Roshinsom! Ja, los! Los, los, los! Da kommen sie. Oh, wir wurden entdeckt! Ihr sollt nicht durch das Feuer, wenn es da schon brennt. Ja, das ist das Schlimme an den Meuchelmördern. Die kapieren nämlich nicht, was man ihnen sagt. Wenn die entdeckt werden, dann senken sie sich eine ganz neue Strecke aus und gehen dann einfach irgendwo random lang. Das kümmert die dann auch nicht mehr sonderlich. Nee, hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, heute ist nicht mein Tag. Mit den Meuchelmördern kämpfe ich auch nicht mehr, ich mag die nicht. Ja, es aus einem ganz triftigen Grund. Die wissen nämlich meistens nicht so genau, wo sie hin sollen. Achtung! Wir sind bereit. Es werden Rekruten. Ah, ich hab hier wieder ordentlich Steine. Die kann ich ja nochmal ein bisschen nachrüsten, ne? Zum Mokum. Komm. Hier. Damit. Ja, endlich. Kommt, ihr 23, ihr könnt das. Ich riech das. Den ganzen Weg. Ich riech, dass ihr es könnt. Bereit, Sire. Ich riech richtig, dass ihr das könnt. Freunde, ihr habt das drauf. Ihr habt es drauf. Wo sind sie denn? Da kommen sie.
was gibt's? Jetzt läuft wieder die Kampfmusik, obwohl ich eigentlich gar nicht großartig was mache. Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr... So, das war's jetzt aber. Bewegt euch! Du Arschloch, Kalif! Du Arschloch! Eine Nachricht vom Kalifen. Bleibt meinen Ländereien fahren. Arbeitslose! Alle tot! Da leben noch vier! Ab nach Hause, ihr Spasten! Ach, da dachte ich ja eine Nachricht Beliebtheitsabzug. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. Ja, ja. Das ungläubig bin ich allemal. Aber ob du es mir zeigen wirst, bin ich mir nicht so sicher. Maulei. Ein paar von euch. Es werden Rekruten benötigt sein. Das sind meine unentgeltlichen Söldner, die meinen Lord beschützen sollen. Die stehen dann da einfach rum. Und werden fürs Gutaussehen bezahlt. Bereit. Ja, gut aussehen tun sie allemal. So, die Triebwerke da haben jetzt eigentlich wenig Sinn, nicht eingestellt haben, ne? Bereit, so, jetzt wo wir seinen betuchten Kumpel den ollen Stecher ausgeschaltet haben, wie geht's denn eigentlich dem Skorpion da oben? Der scheint ja dann doch eine recht gesunde Wirtschaft zu haben. Bereit, aber keine Angst, das kriegen wir ihm auch noch ausgetrieben. Wir müssen natürlich jetzt erstmal auf der anderen Seite vom Fluss ein bisschen Fuß fassen. Mein Sieg ist nahe. In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zur Neige geht. Ich sammle da oben erstmal so ein paar berittene Bogenschützen. So. Ein bisschen was zum Belagern brauchen wir auch. Da brauche ich schon mal die Baumeister für. Es werden Rekruten benötigt sein. So, da kommen hier schon mal Schwertkämpfer schickt er uns. Tipp. Ein bisschen ausgedünnt wird bei ihm. Wir werden überfallen. Tipp. Da oben haben wir Bogenschützen stehen. Damit haben wir seine Pechkontrolle hier mal so ein bisschen eingeschränkt. Nicht viel, aber immerhin. Ich schicke da noch mal ein paar mehr hin. Es ist kein Platz im Vorratslager. Ja, das eure Steuersätze sind absurd. Ja, richtig. Hast du gut erkannt. Schön, dass wir drüber reden konnten. So, denne. Begriffene Bogenschützen. Habt gehört, die wollen da oben mit hin. Es werden Rekruten benötigt Ein erträglicher Verlust. Ja. Supi. Da stehen sie gut. Da halten sie nämlich ordentlich was ab. So, truppenmäßig. Ach, der wird jetzt doch ein bisschen ausgedünnt, der Gute. Der Gute. Wir sind bereit. Achtung! Wir benötigen Gold. So, die Armbrustschützen hier, die 24. Auch mal mit dahin. Rücke aus! Armbrustschützen sind auch nie verkehrt. Ihr. Wir sind seid zwar nur 40, aber sammelt euch mal da. Weil ihr braucht ja immer ein bisschen, bis ihr dann einsatzbereit seid. Und ich würde euch dann schon gern schon mal vorne haben. Können wir helfen? Man weiß ja nie. Jawohl. Deswegen würde ich da gerade die Feuerballisten noch mit hinschicken. Einfach, weil man genau gesehen hat, Schwertkämpfer könnten den Bogenschützen gefährlich werden. Andere Bogenschützen natürlich echt wenig. Vor allem, weil die da unten an meinen Türmen noch ein bisschen lang müssen. Aber Feuerballisten da oben nicht verkehrt. Hier so einen kleinen Außenposten zu haben, ist gar nicht mal so schlecht gegen den Kalifen. Ich stelle hier mal einen Triebock hin. Oder zwei. Mal gucken, ob ich von da sein Tor treffe. Wir sind bereit. Achtung! Ja, Herr. Manchmal ist nur Muskelkraft. Muskelkraft? Da wüsste ich aber gern was von. Mal gucken. Die Streitkolbenkämpfer sind meiner Meinung nach sogar die besten Truppen im ganzen Spiel, um den Lord umzuhauen am Ende, weil die einfach schnell sind und viel Schaden raushauen und der Lord ja immer nur gegen einen gleichzeitig kämpfen kann. Ich meine, der Lord haut am meisten Schaden von allen Truppen im ganzen Spiel raus, aber er kann halt immer nur einen gleichzeitig umhauen und in der Zeit kriegt er halt von allen Seiten super viel Schaden reingedrückt. So, schieß mal da hoch. Schaffst du das? Hey, die schaffen das ja wirklich. Wenn ich euch jetzt mal ein bisschen weiter vorstelle, euch hier, so dass ihr die Bogenschützen da hinten wegkriegt, die nicht meine Triebwerke belagern, haben wir hier eine echt solide Belagerungsstellung. Na gut. Ich bin zurück. Da wird übrigens abgeschossen. Ich ruck da mal nach. Wir benötigen mehr Gold. Hier. Komm ich da hin. Diese hohen Steuersätze sind ein Scherz. In der Nachbarburg sind sie nicht halb so. Ja, die Nachbarburg wird aber auch von einem asiatischen Bademodenmodel. Ihr wagt es, in meine Ländereien von denen da. Der da. Werdet ihr büßen. Oh, Kalifi. Tribok bereit, Sire. Kalif Ericsson Tag. Flugbahn ist berechnet. Oh. Da oben ist echt.
Da ist böses Blut am Wallen. Ich denke, da helfen wir weiter gerne mit. Es werden Rekruten benötigt. Nach wie vor alles da. Och, hat er kein Torhaus mehr? Ist er traurig. Warte, ich schmeiß da mal die Bessie hin. Das Torhaus. Das Torhaus, Leute. Solange wir noch zwei Triebwerke haben, müssen wir das nutzen. Ja, der eine Turm ist weg. Ach, Mensch. Ich glaube, ich baue da noch mehr Triebwerke hin. Manchmal hilft nur Muskel. Euch mobilisieren wir auch mal. Wackelig wie ein Kartenhaus. Ich lach mal an. Ich greife einfach mal mit verrückten Bogenschützen an. Schick natürlich schon mal welche nach. Eine Nachricht vom Kalifen. Ah, ihr strapaziert meine Geduld. Ich werde euch zermalen. Ich dachte, Feuer kann auf dem Berg nicht liegen. War eine böse Fehldiagnose. Hat mir auch ein paar verrückte Bogenschützen gekostet. Ja, doch. Aber hey. Wir halten ihn im Zaum, den blöden Kalifen. Ihr Mann. Ihr da. Was wünscht ihr? Wenn ich die da jetzt hochschicke, sind die tot. Das ist so keine gute Idee. Wir folgen euch, Herr. Ihr Mann. Ihr mal dahin. Vorwärts! Ja, wir müssen hier mal ordentlich gegenhalten einfach. Ja, so geschmeidig sehen. Aus der Perspektive. Die wirklich sagt, Kalif, Mann, das kannst du nicht machen, Kumpel. Ja, hä? Nicht geschmeidig. Mann. Es werden Waffen benötigt. Das ist keine Ahnung, Mann. So müssen wir das sehen. Und wenn wir das so sehen, ist alles gut. Ich denke, dann können wir das alles so verantworten. Kalif, Mann, das ist nicht cool. Du musst ja geschmeidig sein, ey. Wir haben nicht genug Gold, mein Lord. Sag ich dem schon seit Jahren. So, geschmeidig sein, Mann. Echt. Aber hört er auf mich? Nö, hört er nicht. Oh, bei ihm brennt's. Oh, bei ihm brennt's. Ich hab gerade divers viele Truppen von ihm dadurch vernichtet, dass ich bei ihm angezündet habe. Wir stehen zu Dienst. Rebock bereit. Komm, mal weg. Ist berechnet. Reicht ja schon. Ich wollte jetzt noch praktisch eine Meisterleistung vollbringen, aber eigentlich brauchen wir das gar nicht. So gut wie tot. Sind Geschichte. Er kriegt keinen Schaden, der ist da richtig. Den kümmert das nicht. So, hier kommen meine Streitkämpfer. Na endlich. Bewegung. Na los. Beeil dich mal, sonst werdet ihr da abgeschossen. Und runter. Leute. Wieso werden die abgewählt, wenn die ins Feuer laufen? Damit die Falle effektiver funktioniert? Och, ja. Leute, weg da. Eine Nachricht vom Kalifen. Bleibt meinen Ländern. Ja, auch weg da. Ungläubiger. Bleibt fern. Und du machst mal den Turm da kaputt. Ist berechnet. Seid gegrüßt. Und los. Also wenn der Turm da weg ist, dann marschieren wir da einfach rein oder brauchst du es? Mal gucken. Lalalala. Das heißt, Tribok muss das bloß einfach mal reißen. Eine Nachricht jetzt. Vom Kalifen. Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr... Guckt euch mal an, wir sind auf voller Spielgeschwindigkeit, auf 90. Das ist das absolute Maximum, was geht. Guckt euch mal an, wie langsam meine Ritter trotzdem noch sind. Also, die gehen alle auf 0 Leben durchs Feuer. Ist egal. Die reißen das trotzdem. Rein in die Burg. Rein in die Burg. Ja, natürlich gehen die genau immer da lang, wo es brennt. Feuer ist das Nervigste, was es in diesem Spiel gibt. Die schaffen das nicht. Die schaffen es nicht. Einfach weil sie so scheiße gelaufen sind. Einfach weil sie so super scheiße gelaufen sind. Alle rein da. Manchmal das Vorratslager ist voll, my lord. Ihr macht das. Das war jetzt echt schäbig. Ihr auch. Einfach rein da. Einfach verdammt nochmal rein da. Ich schicke da jetzt einfach so viele Truppen rein, wie ich schicken kann. Ja, Rein da. Den ganzen Weg. Kumpel, ist einfach rein da. Ganz geschmeidig müsst ihr das sehen. Der Kalif, Mensch. Der Kalif.
Der geht mir gerade voll auf den Fief, Mann. Ich sag's euch, Kalifenmissionen sind die nervigsten Missionen im ganzen Spiel. Weil die einfach überall alles abfackeln. Und ich habe eben einfach keine Lust, eine standfeste Belagerung aufzubauen. Wir hatten ja eine standfeste Belagerung. Das Problem an der Sache war bloß, dass es letztendlich so aussah, dass unsere Belagerung nicht funktioniert hat, weil unsere Schwertkämpfer und Streitkolbenträger einfach alle durchs Feuer gelaufen und dann haben die sich selbstständig abgewählt. Jo, nix da, weg mit dir. Ade. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. 40 runter, dass ich mich in der nächsten Mission nicht erschrecke. Kalifen, ey, ich spiele nicht gern gegen Kalifen. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich mich auch eine Weile um diese Mission hier gedrückt. Aber haben wir geschafft. Das war nicht schwer. Halt, der Henker gewinnt auch ohne Richie. Ja, Triebwerke sind so das Mittel zum Zweck, wenn man Leute von einer gewissen Distanz belagern will. Ja, wir haben ganz schön viele Truppen verloren, aber wir haben von denen auch ordentlich was weggeschlachtet. Guck mal, der hat auch ordentlich nachproduziert, der Schakal. Der war auch nicht nett, der Kumpel auf dem Berg. Das war echt ein böser. Aber das ging, wir sind zufrieden, das war nett. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Stronghold Crusader, wenn wir dann hier oben gegen Sand der Zeit, gegen, was war das, vier Ratten war das? Vier Ratten kämpfen. Also noch viel interessanter da wäre. Es ist besser, Kalifen. Ich mag sie nicht. Ich mag sie echt nicht. Okay, bis dahin. Tschüss.